wir ja alle wissen, was Sexismus per Definition bedeutet. Es bedeutet ja, dass man einen Menschen auf sein Geschlecht reduziert oder im Falle der Frau, dass man diese zu einem Objekt, also sogar zu einer Ware degradiert. Klingt ein bisschen abstrakt, aber jeder hat das schon mal erleben müssen, ja, wenn irgendwie das Rotlichtmilieu, wenn die Werbung schalten, ja, wenn die in irgendeiner Zeitung dann schreiben, ja, im Freudenhaus gibt es heute Rabatt, weil die Hure Ausschlag hat. Und derlei ist natürlich im höchsten Maße despektierlich. Und ich finde es umso wichtiger, dass an einem Abend wie heute alles korrekt abläuft. Ja, also, und man muss akzeptieren, es gibt mittlerweile bestimmte Tabus. Also, wenn ein Mann meint, irgendeiner, zum Beispiel Jochen, als schlechtes Beispiel immer gut, wenn Jochen meint, er müsse nach der Veranstaltung draußen im Foyer einer Frau auf den Hintern hauen, dann fühlt sich die Frau sexuell belästigt. Völlig zu Recht. Wenn ich das mache, findet sie es geil. Ja? Weil man sofort intuitiv spürt, ich meine das nicht sexistisch. Ja, sondern eher orthopädisch. Ja? Und obendrein bin ich ja jetzt in einem Alter, wo ich auch ausstrahle, dass ich jetzt nicht mehr die Kontenance verliere, bloß weil ich jetzt weibliche, sekundäre Geschlechtsgeömse ansichtig werde. Ich bin groß geworden in einer Zeit, da waren die allgegenwärtig. Ja, man ging in so eine Tankstelle, um was zu kaufen oder zu klauen. Und man musste immer an einem Zeitschriftenregal vorbei, voller obszöner Magazine. Ja, also da war dann immer so ein Model drauf, so eine schlanke, dürre, blonde Strunze. Und Dekolleté, wupp, wirklich, bis zur Ferse. Und dann boing, boing. Ja, also wirklich mega Möpse, Monsterbiete, gigantisch gebläht, alles völlig atomverboost. Also 18er Kesselnieten, uff, uff, ja, völlig überdimensional, ja, das war so, also alles in riesigen Dimensionen, das war normal, ja, aber wenn heute dann ein Mann irgendwie mal sein Genital entblößt, dann ist immer eine riesen Aufregung, wegen so einer Kleinigkeit, ja.